Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich melde mich heute mal mit einem etwas anderen Video bei euch. Ich bin nämlich gerade hier in New York. Hier könnt ihr schon so ein bisschen von unserem Ausblick sehen. Und ich dachte, ich nehme euch einfach mal so ein bisschen mit, zeige euch Sehenswürdigkeiten, coole Foodspots und auch so ein bisschen von Halloween. Und ich muss mich jetzt gleich noch fertig machen. Ich zeige euch jetzt erstmal den Ausblick von unserem Hotel. Die ist nämlich wirklich traumhaft. Und dann würde ich sagen, machen wir uns zusammen auf den Weg. Eine Wand ist tatsächlich einfach nur so eine Fensterfront. Das sieht so, so cool aus. Wir haben heute Nacht sogar teilweise ohne den Vorhang geschlafen, damit wir das so richtig sehen können, wenn wir wach werden. Es war dann zwischenzeitlich ein bisschen zu hell, deswegen haben wir den zugezogen. Aber ja, wir können den Ausblick auf jeden Fall sehr genießen. Und ich habe ehrlich gesagt Höhenangst. Am Anfang konnte ich wirklich nicht hier mit meinem Fuß hinkommen, aber jetzt geht's. Wir laufen als nächstes ein bisschen durch die Upper East Side und schauen uns die ganze Halloween-Dekoration an. Morgen haben wir nämlich Halloween und dementsprechend ist das hier alles richtig cool geschmückt. Und ich schneide euch jetzt einfach mal so eine kleine Auswahl zusammen. Hotelzimmer und machen eine kleine Pause. Wir übernachten übrigens im Margaritaville Resort am Times Square und bisher gefällt es uns hier wirklich gut. Die Aussicht habt ihr ja schon gesehen und wir schauen uns das Hotel jetzt nochmal so ein bisschen genauer an und müssen natürlich auch mal die Margaritas hier probieren. Deswegen werden wir jetzt auf jeden Fall mal einen trinken gehen. Und danach geht es zum Abendessen. Und zwar gehen wir zu Artichoke Pizza. Da habe ich super viele Videos drüber gesehen. Also ich habe sehr, sehr hohe Erwartungen. Und würde sagen, bis gleich. Wir sind mittlerweile hier an der Bar. Es ist richtig schön hier. Muss ich das gleich mal genauer zeigen. Draußen gibt es auch eine tolle Terrasse mit einem Pool. Und wir haben uns jetzt hier unsere Margaritas bestellt mit Salzrand. Die sind richtig lecker. Und wirklich einer der besten, die ich jemals hatte. Und ich mag die richtig gerne. Deswegen trinke ich die auch öfters. Das hier ist jetzt erstmal die Bar mit einem super coolen Ausblick. Heute sitzt aber niemand draußen, weil es eben auch geregnet hat. Und wir haben, wie gesagt, auch einen Pool, den wir die Tage mal nutzen werden. Und zwar ist der hier auf dieser Ebene. Und der ist auch beheizt. Von daher werden wir das mal machen. Wir sind angekommen bei Artichoke Pizza und ihr könnt hier schon sehen, oh, die haben richtig geile Teile hier liegen. Das ist ja der Hammer. Und das hier ist übrigens die Originalpizza. Hier sind jetzt 30 Dollar ärmer und das hier ist die Pizza. Also die Slices sind schon wirklich sehr, sehr groß. Wir haben hier zweimal die Artichoke Pizza gewählt und ein Slice Wodka Pizza. Jetzt einen Karton geben lassen, weil wir es nicht geschafft haben. Also das ist von meinem Stück übrig geblieben und das hier ist von dem anderen Stück übrig geblieben. Das war so, so mächtig. Aber wir sind uns einig, wir finden die Wodka-Pizza, glaube ich, ein bisschen besser, weil die ein bisschen frischer ist. Also das hat jetzt nichts mehr mit unserer Pizza zu tun, die wir in Deutschland haben oder die es in Italien gibt. Aber super lecker, ist mal echt was anderes und lohnt sich auf jeden Fall beides, oder Paul? Auf jeden Fall, sehr, sehr lecker. Nach der Stärkung geht es jetzt erstmal hier in den Harry Potter Store. Den haben wir uns vorher rausgesucht. Ich liebe ja Harry Potter und ich werde gleich mal so ein bisschen daran filmen. Also das Butterbier war auf jeden Fall sehr, sehr süß. Also wir haben es zu zweit getrunken und das war schon echt ein Zuckerschock. Aber es hat sich trotzdem gelohnt, aber es hat 12 Dollar gekostet. Dafür durfte man aber die Tasse behalten. Und der Paul hat mir richtig süß einfach ein T-Shirt geholt. Willst du es mal kurz zeigen? Ich sage immer, dass ich zu Slytherin gehöre und Paul sagt immer, dass ich ein Hufflepuff bin. Deswegen hat er mir ein Hufflepuff-T-Shirt geschenkt. Mega süß. Mir ist eingefallen, dass ich euch auch noch gar keine Roomtour gegeben habe. Und zwar ist das hier das Badezimmer. Ich finde es echt richtig süß.
Und hier kommt man dann zum Schlafzimmer. Also ich meine, hier stehen jetzt viele Sachen von uns. Aber ansonsten ist das wirklich super hübsch eingerichtet, auch mit diesen ganzen Bildern hier. Und dann hat man hier halt einfach diesen mega, mega schönen Ausblick. Ich habe mich gestern gar nicht verabschiedet. Ich dachte, ich filme einfach über ein paar Tage und mache da gar nicht so ein großes Ding draus. Also falls plötzlich ein neuer Tag beginnt, dann wundert euch nicht. Wir haben jetzt schon mittags und es gibt jetzt natürlich was zu essen. Wir wollen nämlich jetzt zu... Seven Street Burger. Yay! Das soll richtig geil sein. Und die haben angeblich auch einen richtig guten vegetarischen Burger. Dieser Burger war so krass. Der hatte ein Brioche-Brötchen und meiner war ja vegetarisch, sah aber überhaupt nicht so aus. Hat auch überhaupt nicht so geschmeckt, also ich habe mich wirklich gewundert. Hatte eine richtig geile Gurke mit drauf, eine richtig geile Soße, Zwiebeln. Und er war so juicy und auch die Pommes, die waren so knusprig und geil. Also das war auch für Paul der beste Burger ever, oder? Ja gut, wirklich. Ja, also das war wirklich der beste Burger, den ich in meinem ganzen Leben jemals gegessen habe. Und ich habe schon viele gegessen. Nachdem wir uns eben diesen mega krassen Burger reingestellt haben, über den wir übrigens immer noch nicht hinweg sind, weil der so gut war, fahren wir jetzt mit der Staten Island Ferry. Da kann man nämlich umsonst mitfahren und man kann einmal die Skyline sehen und auch die Freiheitsstatue. Die kann man jetzt hier vorne, ich glaube dort, so in, in mini-mini-kleinen sehen. Ich zeige sie euch dann gleich in ein bisschen größer. Wir sind jetzt auf der Fähre und ich würde euch immer empfehlen, euch einen Außenplatz zu suchen und am besten hinten, weil da hat man meiner Meinung nach echt so den besten Blick. Also wir sitzen hier ganz gut und bequem. Gerade frisch gemacht und ihr könnt sehen, die Gebäude sind teilweise orange beleuchtet, denn wir haben heute Halloween und wir machen uns jetzt auf den Weg zur Halloween-Parade. Bitte verurteilt uns nicht, aber dieser Burger, der Seven Street Burger, der war so crank. Wir mussten einfach noch einen kaufen! Dieses Mal habe ich einen Double übrigens. Beim letzten Mal hatte ich einfach einen einfachen. Beim letzten Mal, vor 5 Stunden. Gestern noch einen richtig coolen Abend bei der Parade und im Beetle House. Also falls ihr mal über Halloween in New York sein könnt, können wir das auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Das war so, so cool. Ist so ein bisschen zu vergleichen mit Karnevalszügen, nur halt in viel, viel, viel größer und in gruseliger. Und heute werden wir den Tag in Little Italy und Chinatown verbringen. Wir werden jetzt erst noch versuchen, einen Corona zu bekommen. Wir sind ein bisschen spät dran. Mal gucken, ob das funktioniert. Und ich würde sagen, bis gleich! More than a little. Wir sind jetzt als erstes bei der Bäckerei gewesen und dieses karamellisierte Croissant hier ist aktuell der Bestseller. Deswegen haben wir eins davon mitgenommen und das werden wir jetzt als erstes probieren. Oh mein Gott. Also ich liebe es. Es hat so eine etwas härtere Kruste wegen des Zuckers und innen ist das Ganze richtig fluffig und weich. Das würde ich mir auf jeden Fall nochmal kaufen. Und jetzt geht es weiter mit dem Cronut. Der war so richtig süß verpackt. Und das geht auch recht einfach auf. Ich hoffe, dass jetzt nichts rausfällt. Die hatten leider nur welche mit einem speziellen Topping und einer speziellen Füllung. Aber es sieht trotzdem richtig geil aus. Also das Ganze ist jetzt hier mit so einer Butterscotch-Füllung. Sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Die Dinger sind so krank. Also das ist einfach ein frittiertes Croissant irgendwie mit dieser geilen Füllung. Das ist so richtig schön juicy und süß und aber auch knusprig und weich. So viele verschiedene Texturen. Es ist so gut. Oh mein Gott. Wir sind in Little Italy angekommen. Wir laufen jetzt so ein bisschen da durch und dann auch
durch Chinatown und dann werden wir uns noch was Leckeres zu essen gönnen. Wir sind jetzt hier zum Dumpling Man gegangen. Darüber haben wir ganz viele Videos gesehen. Wir haben uns jetzt zwei verschiedene Dumplings bestellt und werden die jetzt gleich probieren. Also online sah das auf jeden Fall richtig geil aus. Also wir haben auf YouTube ganz viele Videos dazu gesehen. Es war offensichtlich sehr, sehr lecker. Das waren echt die besten Dumplings, die wir beide jemals hatten. Also die hatten eine richtig tolle Konsistenz, waren sehr, sehr lecker gefüllt. Und wir haben uns hier noch die Tahini-Soße dazu bestellt und auch noch das grüne Curry. Können wir auf jeden Fall sehr empfehlen. Das Tahini-Dressing war so ein bisschen besser noch dazu oder die Tahini-Sauce. Aber ja, falls ihr Dumplings mögt, müsst ihr hier hin. Wir sind mittlerweile an einem ganz anderen Ort in der Stadt. Und zwar werden wir jetzt hier mit der Seilbahn fahren. Es geht hier hinten lang. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so gut sehen könnt. Ah doch, das kann man ganz gut sehen. Und da fahren wir jetzt mit. Das war wirklich der absolute Wahnsinn. Also falls ihr mal in New York seid, dann macht das auf jeden Fall mit... Falls ihr mal in New York seid, dann müsst ihr das auf jeden Fall machen. Ich meine, der Ausblick, der spricht ja für sich. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, 5,80 Euro dafür auszugeben. Das war so mega günstig. Und für mich eine der coolsten Sachen ever, die wir hier gemacht haben. Wir sind jetzt mal kurz hier im Hotel, machen uns ein bisschen frisch und dann geht es zum Times Square. Wir haben eigentlich hier ein Hotel am Times Square und irgendwie haben wir es bisher nicht geschafft, dorthin zu gehen. Und das holen wir jetzt mal nach. Gestern Abend noch eine richtig coole Zeit am Times Square. Wir sind da in den M&M-Shop gegangen, in den Disney-Shop und auch zu Hershey's. Also es ist wirklich auch krass mit den ganzen Lichtern da. Es war super voll, aber es war trotzdem echt cool. Und ich würde sagen, ich beende den Vlog jetzt einfach mal. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, es dauert nicht zu lang. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie lange das Video am Ende dauern wird. Und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Macht's gut. Ciao.